Dann hallo zusammen für alle, die Pressekonferenz nach dem Spiel unserer U23 gegen den TSV 1860 München. Ich würde direkt den Gästetrainer Daniel Birovka um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, grüß Gott, erst einmal Gratulationen FC Augsburg zum Sieg. Ja gut, am Anfang haben wir es, glaube ich, gut gemacht, sind auch zu Abschlüssen gekommen. Kiefer hat, glaube ich, sehr gut gehalten heute in vielen Situationen. Dann kriegen wir eigentlich das 1-0. Machen sie gut, Augsburg spielen gut außen durch. Da muss man die Szene nochmal genau anschauen, was da nicht gepasst hat. Wir haben gesagt, das Spiel, wenn wir es verlieren oder gewinnen, dann ist einfach die Defensivarbeit wichtig. Das haben wir heute nicht so gut gemacht, was eigentlich untypisch für uns ist. Klar, da muss dem Gegner auch Respekt zollen. Die haben natürlich nach vorne auch eine gute Qualität, haben sie dann auch gut gemacht. Nach dem 1-0, glaube ich, muss einen ganz klaren Handelfmeter für uns geben. Da hat die Hand einfach nichts verloren, da oben. Dann sind wir rausgekommen, haben gesagt, okay, wir probieren nochmal alles. Kriegen dann wieder ein 2-0, wo wir einfach schlecht zur Seite verschieben. Der Gegner einfach viel zu viel Platz hat, den Rückraum zu spielen. Das 2-0, dann sind wir, glaube ich, super zurückgekommen mit dem 2-1. Und dann ist es einfach, er musste einfach dann die Kontrolle behalten, darfst einfach das 3-1 nicht direkt danach kriegen. Da haben wir uns dann nicht gut verhalten. Das muss man einfach besser machen. Aber wie gesagt, das muss man erstmal alles anschauen, was da nicht gepasst hat. Dann war das 3-2, dann waren wir wieder voll im Spiel. Und ja, im Allgemeinen muss man sagen, dass einfach dann auch die Mannschaft von FC Augsburg es gut verteidigt hat. Beide Innenverteidiger haben schon höherklassig Erfahrung gesammelt oder gespielt. Sehr gute individuelle Qualität, Torwart sowieso, haben es dann gut zu Ende verteidigt. Und ja, den müssen wir uns heute beugen. Uns haben sehr viele Spieler heute gefehlt, fast eine halbe Mannschaft, die schon zum Stammpersonal gehören. Das war ein bisschen unglücklich für uns. Kager sich beim Aufwärmen hat er was gemerkt, muskulär am Freitag. Mauersberger, das ist vielleicht jetzt auch momentan, es war das 20. Spiel jetzt, wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass die Belastung nicht zu hoch wird für die Spieler. Türk krank, Hursan Schlag an die Schläfe, konnte dann nicht mehr weiterspielen. Also momentan hat es uns dann schon ganz schön gebeutelt, aber ich muss der Mannschaft trotzdem Kompliment machen, dass sie bis zum Schluss alles probiert hat und man hat auch gemerkt, dass sie auch unbedingt das Spiel noch unentschieden gestalten wollten und dementsprechend müssen wir es heute einfach mal so akzeptieren, schauen, was nicht gut war, das dann analysieren und dann schauen, dass wir es am nächsten Sonntag besser machen. Danke. Dann übergebe ich direkt an unseren Trainer. Dominik, dein Statement zum Spiel? Ja, ich glaube zuerst mal müssen wir sagen, dass wir heute ein sehr gutes oder fantastisches Regionalligaspiel gesehen haben vor einer sensationellen Kulisse. Ich glaube, dass am Anfang 60 klar mehr Ballbesitz hatte, aber das war für uns dann auch nicht das große Problem. Fabi hat ein paar Mal gut gehalten, das stimmt, aber ich glaube, wir hatten vor dem 1-0 auch schon eine Riesenmöglichkeit mit Marco Richter. 1-gegen-1 auf dem Torwart, machen dann das 1-0 vor der Halbzeit und dann war erstmal das Ziel, mit dem 1-0 in die Pause zu gehen. Das haben wir geschafft. Nach der Halbzeit natürlich, klar, wenn du dann das 2-0 relativ zügig machst, spielt dir natürlich in die Karten. Mit dem 2-1 sind wir ein bisschen, habe ich gedacht, okay, jetzt werden die Jungs vielleicht ein bisschen wackelig, aber die Antwort war natürlich sensationell, dann direkt das 3-1 hinterhergelegt. Gut, und dann zum Schluss nach dem 3-2 war einfach die Devise, okay, alles reinwerfen, was da ist, nur nicht den Ausgleich kriegen und das haben die Jungs gemacht. Ich kann den Jungs nur ein Wahnsinnskompliment machen, erste Mal vor so einer Kulisse gespielt, mit welcher Ruhe sie auch von hinten raus gespielt haben. Gut, Jan, klar, der kennt das, Fabi auch, aber gerade Lasse Jürgensen hinten in der Innenverteidigung, erste Mal ist aus der A-Jugend rausgekommen und von daher bin ich sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich kann nur den Jungs ein Riesenkompliment zollen für die Leistung heute und bin einfach stolz auf die Jungs. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja, wir haben auch ein Mikro. Was war mit Markus Feulner los? Ja. Das wird der Daniel nicht wissen. Ohne Mikrofon geht es besser. Dominik, was war mit Markus Feulner los? Ja, Markus hat sich vorgestern krank abgemeldet. Hat, liegt, glaube ich, mit Fieber im Bett. Und von daher ging es einfach nicht. Mhm. Aber klar, im ersten Moment habe ich gedacht, der hätte uns gut getan in so einem Spiel heute mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, was Benny im Barome und Lukas Ramser da im Zentrum abgerissen haben, an Läufen, auch an Zweikämpfen gewonnen haben, habe ich mir dann gedacht, okay, Markus, hätten wir, die Jungs machen das auch ohne den Erfahrenen, ohne den alten Sack gut und von daher hat das alles gepasst. Gibt es noch weitere Fragen?
das sieht nicht so aus, dann bedanke ich mich bei euch allen, habt einen guten Heimweg und bis bald.